Da garantiert wieder jemand meckert, hier noch ein kurzer Sicherheitshinweis. Und zwar, ich habe mir hier keine großartig tolle vorbildliche Feuerstelle angelegt, weil ich ja nur vorhatte, wirklich ganz kurz eine Flamme zu entzünden, das Ganze ein bisschen aufzubauen, dass man sieht, okay, da könnte jetzt ein richtiges Lagerfeuer draus werden und dann wird es auch schon wieder gelöscht. Heißt, für so ein Unterfangen, da braucht man keine richtige Feuerstelle, insbesondere wenn die Waldbrandgefahr ohnehin fast nicht existent, also super, super niedrig ist. Um das abschätzen zu können, kann man aber nicht einfach ein Video gucken, sondern müsste selber im Wald sitzen. Das heißt, ich weiß, wie nass der Boden ist und wann es zuletzt geregnet hat, das könnt ihr natürlich nicht wissen. Also mein Fehler besteht jetzt halt einfach darin, dass man das nicht sieht und deswegen habe ich gedacht, ich sage es jetzt halt eben nochmal dazu. Klar, man kann nie vorsichtig genug sein, beziehungsweise zu vorsichtig tut einem nicht weh. Also auch für so kleine Feuerexperimente sollte man eigentlich, wenn man ganz vorbildlich sein will, eine richtige Feuerstelle anlegen. Macht das dann besser als ich. Ich bin bei sowas dann immer ein wenig faul. Also nicht, dass ich irgendwelche Risiken eingehe, weil wie gesagt, ich kann ja vor Ort die Feuergefahr abschätzen. Aber ja, es wäre natürlich besser gewesen zum Zeigen, jetzt eine richtige Feuerstelle anzulegen. Das habe ich also ein bisschen doof gemacht. Nur, dass ihr es jetzt wenigstens gehört habt. So, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen bisschen Spaß im Wald-Reihe. Ich glaube, ich muss dem Ding noch irgendeinen Titel geben. Bisschen Spaß im Wald? Vielleicht. Ja, folgendes. Ich habe mir schon mehrfach so ein bisschen meine Gedanken gemacht und auch schon ein paar Mal so den Ansatz gehabt, dass ich nicht doch mal vielleicht ein wenig kritisch hinterfragen möchte, ob denn jetzt ein Firesteel oder Funkenstahlstab oder wie auch immer man diese Dinger jetzt nennen möchte oder auch Feuerstein kann man es auch nennen eigentlich. Ihr wisst, was gemeint ist. Diese kleinen Stabdinger, an denen man halt reibt. Moment, wo habe ich ihn? Da ist er. Und dann gibt es Funken. Ne? Ist bekannt. So, die werden ja für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr als der ultimative Survival-Weg, ein Feuer zu machen, angesehen, insbesondere bei den großen Survival-Guru-Menschen und so weiter und so fort. Und ich sehe da durchaus ein paar kleine Probleme und ein paar Kontroversen, die da auftreten können, wenn man jetzt sagt, das hier ist der ultimative Weg, ein Feuer zu machen. Ja, schön klein, schön leicht, einfach mitzunehmen und darf nass werden. So, meiner Meinung nach ist allerdings der Faktor darf nass werden jetzt ein bisschen überbewertet, weil kleine Dinge, mit denen man Feuer machen kann, zum Beispiel Streichhölzer, wasserdicht zu verpacken, ist halt einfach mal nicht schwer. Also wirklich nicht. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber mein Hauptproblem mit dem Ding, wenn man jetzt wirklich sagen möchte, hui, was ist das denn? Hier gibt es interessante Bäume, die ich hier nicht erwartet habe. Ja, eine Kastanie. Mein Hauptproblem bei dem Ding ist eigentlich im Wesentlichen, oder bei den Dingern, dass man doch relativ viel Vorbereitung treffen muss, bis man damit was anzünden kann. Man kann ja damit nur Zunder quasi anzünden. Und wenn man jetzt nicht gerade in den Wäldern vor Berlin oder bei Berlin oder zumindest in Brandenburg oder generell in Ostdeutschland rumrennt, dann sind Birken gar nicht mal so häufig. Also wer schon mal im Schwarzwald unterwegs war, so viele Birken stehen hier gar nicht rum. Und deswegen laufe ich ja auch absichtlich ein wenig in der Gegend rum. Ihr seht weit und breit keine Birke. Liegt daran, dass es tatsächlich weit und breit auch gar keine Birke gibt. Jetzt wäre eine Alternative eben entsprechend Kienspan. Aber wenn man jetzt sagt, das ist das ultimative Survival-Tool, um Feuer zu machen, dann ist das natürlich völlig hirnrissig, weil Kienspan mal eben finden in einer Survival-Situation, das können wir uns, glaube ich, wirklich abschminken, dass wir den mal eben finden. Außerdem dauert das eine ganze Weile, bis man den dann aus seinem Baumstumpf herausgeklöppelt hat. Und eigentlich ist da fast Werkzeug schon Pflicht, dass man ja in einer Survival-Situation unter Umständen auch nicht immer hat. Ein Messer, gehen wir mal davon aus,
haben wir ja immer dabei, weshalb das Anreißen von dem Ding bei einem geeigneten Messer jetzt einfach mal als kein Problem dargestellt wird. So, und was ich jetzt machen möchte, dafür muss ich aber nicht die ganze Zeit die Kamera rumschleppen, ist jetzt verzweifelt versuchen, im Umkreis von circa 100 Metern mal irgendwas zu finden, an diesem nicht zufällig ausgewählten Plätzchen, aber einem meiner Lieblingsplätzchen im Wald, was man mit einem Firesteel eventuell anzünden könnte. Und dann versuchen wir mal, ob das klappt. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Alternativen Streichhölzer und Feuerzeug. Denn in dem gleichen Szenario, ich bin jetzt hier gestrandet, will mir schnellstmöglich ein Feuer machen und jetzt nicht lange, ewig lange rumsuchen, wie die da halt eben quasi abschneiden. Das ist so der Grundgedanke und jetzt gehe ich mal zu untersuchen. So, was ich jetzt nach bestem Wissen und Gewissen bei der Zundersuche gefunden habe, sind drei zumindest in Frage kommende Sachen. Mit Harz kann man sich insofern behelfen, dass das den Brennvorgang verbessert. Mir ist es aber bisher noch nicht gelungen, den Klumpen Harz direkt mit einem Firesteel anzuzünden. Was ich irgendwann mal noch ausprobieren muss, das wäre dann was für ein anderes Projekt, wäre einen, na, sagen wir mal, suboptimalen Zunder mit Harz vermengen und dann versuchen, das anzuzünden. Beziehungsweise, das habe ich schon mal in einem kleinen Fackelexperiment so ein bisschen ausprobiert. Da ist es mir nicht so richtig gelungen, aber fast. Also man hätte schon sagen können, vielleicht. Aber ich habe so schon den Eindruck, also da würde mich auch der ein oder andere Kommentar interessieren, direkt einfach die Harzmasse mit einem Firesteel anzünden. Ich glaube, das geht nicht so richtig. Ja? Vielleicht ist ja ein Ultra-Profi unter uns, der uns dieses Mysterium mal beantworten kann. So, was ich gefunden habe, und mir geht es jetzt nicht darum, damit wirklich jetzt unbedingt ein Feuer zu machen, deshalb sonst hätte ich noch ein bisschen mehr gesammelt, sondern einfach nur mal eine Flamme zu erzeugen. Das langt ja für den Zweck schon. Weil man ja sagen könnte, hätte man eine Flamme, könnte man daraus auch ein Feuer machen. Zumindest theoretisch, ne? Wenn man der Großmeister ist. Außerdem, wir reden ja jetzt hier von irgend so einem fiktiven Survival-Szenario, in dem wir halt wirklich in irgendeiner Notsituation sind und halt zufällig ein Messer und einen Firesteel dabei haben. So, jetzt sitzen wir im Wald und wir wollen uns ein Feuer machen. Aus welchem Grund auch immer, sucht euch was aus, ist egal. Was ich jetzt hier gefunden habe, wirklich in einem einigermaßen brauchbaren Umkreis, den man noch so absuchen konnte, war erstmal vertrockneter Farn. Das müsste Adlerfarn sein. Hätte ich eigentlich noch genauer nachgucken können. Gehen wir mal davon aus, dass es Adlerfarn ist. Und das sind die ersten vertrockneten Blätter. Es gibt davon noch nicht viele. Wir haben jetzt Mitte August, nur für diejenigen, die das Video dann irgendwann später gucken. Es ist schon sommerlich, allerdings ein recht kühler Sommer. Es hat vor kurzem geregnet, also es ist auch noch eine relativ hohe Grundfeuchtigkeit hier im Wald zu bemerken, wenn man irgendwelche Stöckchen einfach direkt vom Boden aufhebt oder sonstiges Material vom Boden aufhebt. Sonst wären nämlich so Kastanienkätzchen auch eine Möglichkeit, mit denen man Feuer machen könnte. Aber direkt vom Boden aufgehoben ist das noch ein bisschen zu feucht. Die sind schon recht trocken, aber ich glaube, die sind nicht trocken genug. Aber ich kann es ja auch mal ausprobieren, spaßeshalber. Nehmen wir mal noch ein paar von denen und probieren wir es einfach mal. Das kann ja nicht schaden, das tut ja niemandem weh. Also das sind die, ich glaube, männlichen Fruchtstände von der Esskastanie, was hier rumliegt. Dann das viel beschollene, trockene Gras, das man doch angeblich quasi überall findet. Das ist das Letzte, was ich überhaupt noch gefunden habe und das, was mit Abstand am meisten weg war. Und dann habe ich wirklich bloß dieses bisschen gefunden. Weil in einem geschlossenen, dichten Wald gibt es halt kein großartiges Gras am Boden. Und dann auch noch welches, das vertrocknet ist und dann möglichst eine möglichst fluffige Konsistenz hat, wie halt hier der Bereich hier oben, während hier der Bereich da unten so einfach mit einem Firesteel bestimmt nicht anzuzünden ist, wenn dann dieses Fluffige. Und das Problem bei Gras ist, das brennt einmal ganz kurz auf und dann ist es auch schon verbrannt. Also damit dann wirklich ein Feuer in Gang zu kriegen, eine Flamme erzeugen ist das eine, damit wirklich noch ein Feuer in Gang kriegen, das muss man erstmal können. Das ist halt auch nochmal sowas.
Klar kann man jetzt sagen, ach ja, das musst du halt drauf haben, nur der Meister kann das dann wirklich. Aber das ist dann auch wieder sowas, wo ich dann die Effizienz eines Firestils in Frage stelle, wenn der effizient nur verwendbar ist vom Großmeister oder zumindest vom Meister, dann weiß ich auch nicht, warum das hier das ultimative Tool sein soll, wenn gefühlt fast jeder Depp mit einem Feuerzeug ein Feuer anzünden kann. Naja. Ja, Sinn und Zweck dieser Veranstaltung. Gut, und was ich jetzt mache, ist halt einfach mal ausprobieren, inwiefern ich einen meiner, letzter Zunder ist morsches Holz. Aus möglichst trockenen Positionen habe ich das eingesammelt. Ich habe hier auch nochmal ein Stück wirklich sehr morsches Holz direkt aus einem toten Baum gebrochen, an der Stelle, wo es eigentlich nicht hinregnen sollte. Vielleicht geht ja das irgendwie, dass es zumindest glimmt und zumindest dabei hilft, irgendwie dann was anderes zu entzünden. Das könnte man auch noch ausprobieren. Ja, und das machen wir jetzt. So, also Versuch Nummer 1. Das ist jetzt eben dieses Samen, Abgrund vom Baum gefallene Samenmaterial. Das war natürlich ein bisschen daneben. Ich habe das versucht, jetzt so gut es geht, ein bisschen aufzufluffen. Aha. Ja. Also ist gar nicht so schlecht, da hat sich jetzt doch ein Funken drin gefangen und ein kleines bisschen vor sich hingeglimmt. Oh! Ja. Wäre das jetzt trocken, ist es nämlich nicht. Ja. Machen wir das nächste Mal mit dem offenen Messer. Sonst mache ich mir hier den Griff dreckig. Na, noch zwei, drei Versuche. Ich bin ja inzwischen Besitzer einiger Firestils. Ich kann die also auch. Ups. Ja. Recht umfangreich verwenden. Ja. Also ich denke, das wird man so einfach nicht anzünden können. Vielleicht bei 7 Milliarden Versuchen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung. So, nehmen wir mal dieses Farnmaterial. Aha. Ups, da fliegt's weg. Spaßeshalber noch ein bisschen aufrauen. Tja, also ich fürchte, da tut sich stinkt schön, kohlt vor sich hin, brennen. Tut da nix. Jetzt mal einfach nur mal spaßeshalber. Das würde mich jetzt mal interessieren. Aha. Ja. Gut, also theoretisch brennbar ist es. Ich hoffe, das seht ihr jetzt gerade. Muss immer noch ein bisschen gucken, wo ich die Kamera hinhalte. Ja. Aber auch mit dem Feuerzeug. Ja. Einfach entzünden ist anders. Stinkt erbärmlich. Ja, geht gleich wieder aus. Also zum Feuer starten. Auch nicht so wirklich geeignet. Jetzt machen wir das, wenn wir jetzt schon mit dem Feuerzeug am Testen sind, versuchen wir es nochmal mit dem Zeug hier. Ja, das geht gar nicht. Da tut sich nicht viel. Okay, und jetzt haben wir bloß noch das Heu, also Stroh, was auch immer. Und hier dieses, guck, seht ihr, das ist so richtig faseriges Material.
Das werde ich jetzt ein wenig zerfasern, Holzfasern halt, dass das möglichst fein ist. Und vielleicht haben wir dann damit Glück. Es ist aber auch nicht wirklich absolut trocken. Es gibt übrigens noch den Trick, dass man sich irgendwie Holz spaltet, weil man ein Messer hat, mit dem man betonen kann. Und dann im Innersten vom Holz einen trockenen Kern findet. Aus diesem trockenen Kern kann man sich dann ganz feine Späne schneiden bzw. rausbrechen, je nachdem. Und die sind dann theoretisch auch mit einem Firesteel entzündbar. Jetzt ist aber so, dass wir halt eben in unserem Survival-Szenario wahrscheinlich kein riesiges Messer mit uns führen, mit dem wir das dann machen können. Da so größere Holzstückchen spalten, beziehungsweise wir wollen ja auch relativ schnell ein Feuerle haben. Also ich will jetzt diese Technik nicht völlig verteufeln, ne? Man kann das natürlich machen und wer das hinkriegt und wer tatsächlich entsprechende Ausrüstung in einem Survival-Fall dabei hat, herzlichen Glückwunsch. Nein, im Ernst. Da bin ich natürlich begeistert und werde von Neid erblassen. So. Naja. Tatsächlich. Tatsächlich. Das hat jetzt ein kleines bisschen gebrannt. Hätte man jetzt davon mehr und hätte man dann schneller reagiert. Ja, okay. Dann probiere ich das mal aus. Das müsst ihr jetzt nicht alles mit ansehen. Jetzt mache ich da einfach mal noch einen größeren Haufen. Und dann gucken wir mal, ob wir das nicht vielleicht doch hinkriegen. Okay. Etwas mehr Material liegt da. Und wir gucken mal. Kein Glück. Ja, da hat es gerade ganz bisschen gebrannt gerade. Ja. Ja, verdammt, schon wieder aus. Der Funken ging auf den Finger. Das ist halt der Haken, wenn man einen reinen Stiel ohne Griff benutzt. So. Ja, also wie man sieht, da gibt es Grund zur Hoffnung. Und dass es jetzt nicht klappt, kann man natürlich da drauf schieben, dass ich es nicht drauf habe. Also wir halten fest, wenn man wirklich so richtig krass trockenes, morsches Holz zur Verfügung hat, mit so richtig trockenen Fasern, dann kann das gelingen, dass eventuell da so ein ganz kleines Flämmchen entsteht. Und wenn man dann was anderes hat, was sich mit einer Flamme super leicht entzünden lässt, möglicherweise. Probieren wir das jetzt mal aus. Machen wir jetzt mal spaßeshalber einfach ein bisschen was von diesem wenigen Gras, was ich gefunden habe, da noch dazu. Ich schneide da gerade mal ein bisschen was ab. Dass ich dann das vielleicht eventuell den
direkt entzündet. Jo! Jetzt habe ich natürlich nicht wirklich hier was vorbereitet, was man da jetzt drauf schmeißen kann. Huhu! Da wäre jetzt natürlich noch mehr Vorbereitung sinnvoll gewesen, aber darum ging es mir ja gar nicht. Also da kann man jetzt, glaube ich, schon sagen, hätte ich die entsprechende Vorbereitung jetzt getroffen und hier einen richtig schönen Haufen, den man da jetzt dann drauf werfen könnte, also was Koordiniertes, nicht dieses chaotische Etwas, was ich hier jetzt gerade drauf gelegt habe. Ja, aber selbst so. Also ich muss gestehen, jetzt bin ich aber schon stolz. Das ist jetzt mein erstes Feuer mit dem Fire Steel ohne Ultrazunder. Cool. Das? Ja. Ja. Also inzwischen kann man, glaube ich, auch... Oh, ich habe ganz vergessen, irgendwie mit der Kamera nennenswert vernünftig umzugehen. Aber inzwischen kann man sagen, das würde jetzt auf jeden Fall reichen. Hier draus kriege ich jetzt problemlos ein Feuer zustande. Das ist jetzt kein Problem mehr. Allerdings unter der Bedingung jetzt hier das Feuer weiter brennen zu lassen, würde natürlich schon ein gewisses Waldbrandrisiko mit sich bringen. Ja, also ihr seht, hier liegt ja alle möglichen Krempel drumherum und so weiter und so fort. Zum ein bisschen zünseln, weil ich ja die ganze Zeit nebendran hocke, ist das harmlos. Man beachte meine wichtigste Feuerregel, ne? Immer schön alles unter Kontrolle haben, im Auge haben und nicht weggehen, wenn man da rumhantiert. Ja, also tatsächlich. Was wir jetzt nun leider nie erfahren werden, hätte man gleich das Gras mit dem Fire Steel entzünden können, weil ich habe gerade alles verbrannt. Wäre wahrscheinlich auch gegangen. Gut, wir löschen. Gelöscht. Also ich muss gestehen, da bin ich jetzt wirklich überrascht. Ich bin wirklich davon ausgegangen, das klappt nicht. Also auch das mit dem bisschen trockenes Gras, was ich da gefunden habe. Das war übrigens, glaube ich, Carex sylvatica, die Waldsäge. Ja, die Waldsäge war's. Mhm. Nur, dass das auch mal geklärt wäre. Gut, wir merken uns, Waldsäge wird in den Kreis der Pflanzen, mit denen man mit einem Fire Steel Feuer machen kann, aufgenommen. Eigentlich hatte ich ja damit gerechnet, dass das nicht funktioniert. Und hätte jetzt folgendes Szenario hier noch vorbereitet gehabt. Habe ich jetzt trotzdem natürlich gemacht. Ja, das hier ist ein kleines Mini-Feuer-Setup, wo ich dann halt eben darauf eingehen wollte, dass man mit dem Kienspan das hier nicht, mit dem Fire Steel das hier so einfach nicht anzünden kann. Hingegen mit diesem Döslein hier, mit absolut wasserdicht verpackten, ich nehme gleich mal sicherheitshalber zwei, überall Zündestreichhölzern, die man erfreulicherweise an der Dose selber auch noch anreißen kann. Falls der edle Spender zuschaut, hier nochmal herzlichen Dank. Ich habe da wirklich Spaß mit dieser Dose und dem dazugehörigen Inhalt. Und ja, der große Vorteil der anderen Anzündmethoden. Die halt eben nicht
nur der olle Feierstil sind, besteht halt darin, dass man direkt eine Flamme bekommt und direkt einfach ein paar trockene Äste aufsammeln muss und schwuppdiwupp hat man schon ein kleines Miniaturfeuerchen. Also das ist wirklich popel einfach, gerade wenn man jetzt nicht das allererste Mal Feuerle macht. Und das ist also mein Hauptkritikpunkt am Feierstil. Zwar habe ich das jetzt eben hinbekommen, aber ja, das ist ein Feierstil. Das ist eine kleine Dose mit Streichhölzern. So viel riesiger ist die jetzt auch nicht und die wiegt auch eigentlich gar nicht mehr, gefühlt. Und daher finde ich schon, dass die Teile, also diese Fire Steels, nach wie vor, also auch wenn es jetzt geklappt hat, etwas überbewertet sind, ne? Weil, ja, der super kleine kann man immer dabei haben. Ja, und das Ding macht dich völlig fertig, wenn du es mit dir rumschleppen musst. Weiß ich ja nicht. Oder sowas. Packt man noch eine kleine Plastiktüte drum, dann ist es auch wasserdicht verpackt. Im Übrigen, wenn so ein Big-Feuerzeug, also die mit dem Drehrädchen, mal nass werden, wenn die getrocknet sind, funktionieren die auch wieder. Also die Argumente, weshalb der Firesteel wirklich das Nonplusultra-Tool zum Feuermachen ist, ich finde schon, dass die ein wenig hinken. Das macht Spaß. Es macht wahnsinnig Spaß, mit diesen Dingern zu hantieren. Das ohne jeden Zweifel und man fühlt sich enorm männlich, wenn man es dann mal hingekriegt hat, gerade unter erschwerten Bedingungen. Auch gerade, wenn es das erste Mal klappt und so weiter und so fort. Aber ja, gerade im Ami-Sprachraum, dass das als das Non-Plus-Ultra-Tool für Survival-Zwecke und so weiter und so fort dargestellt wird, das ist halt... Ja, und die haben kein Haltbarkeitsdatum, die heben ewig. Aber Streichhölzer, habt ihr mal Streichhölzer gefunden von eurem Opa oder sonst wie, die noch irgendwo in irgendeiner alten Schublade rumlagen? Ich schon, die haben alle noch wunderbar funktioniert und die müssen mindestens 20 Jahre alt gewesen sein. Das Ding hier hebt theoretisch Jahrtausende gefühlt. Also eigentlich müsste es das. Aber ja, das ist auch wieder jetzt so ein Vorteil. Klar kann man sagen, ultimativ, wenn du in 1000 Jahren in irgendeiner antiken Schatztruhe einen Firesteel findest, kannst du doch damit Feuer machen. Aber ja, inwiefern das dann was bringt, das möchte ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Und hier stinkt es ja. Weil es raucht. Schön, nicht? Ja, also das war eigentlich jetzt quasi nur Sinn und Zweck dieses Videos und ich hatte eigentlich auch noch dabei, weil ich einfach mal zeigen wollte, wenn bei Streichhölzern der Wind ein Problem darstellt, dann gibt es ja auch noch diese Sturmstreichhölzer. Ausgepustet werden können die quasi nicht. Das hier ist die sehr preisgünstige Variante, die kann man also echt gut bezahlen. Da gibt es, ich glaube, 500 Stück für 10 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Waren es 500? Es könnten auch nur 200 gewesen sein. Ja, ich glaube, es waren nur 200. Aber das ist immer noch vergleichsweise billig. Es gibt auch noch so Ultrasturmstreichhölzer, die sogar unter Wasser weiter brennen und so Späße und auch vergleichsweise lange brennen, also 30 Sekunden und länger. Das tun die Dinger hier natürlich nicht. Aber da muss man auch sagen, da kostet ein Streichholz bei den Ultrateilen zum Teil schon über einen Euro. Gibt's auch. Klar, das ist halt einfach, wenn ich dann als ins Survival-Paket rein, ins Überlebenspäckle reinmachen und so Späße. Für sowas sind die natürlich auch gedacht. Und klar, damit kriegt man natürlich nochmal eher ein Feuerle in Gang, als wenn du jetzt nur ein Streichholz dabei hast. Aber man hat ja nicht ein Streichholz, sondern meine Streichholz-Anzündlösung ist halt eben diese Dose. Reibefläche kann ich dir sparen. Das ist die Dose selber. Die kann auch ruhig nass werden. Das macht dann auch nichts, den trocknet man sie halt kurz ab. Und halt eben die Überallzünder, die da drin sind. Und das ist eigentlich meine favorisierte Lösung. Natürlich will ich nicht immer auf die gleiche Weise Feuer machen. Und wie gesagt, dieses Ding macht wahnsinnig Spaß.
Und noch ein Argument, was man halt gelten lassen muss, ist, dass man diese Fire Steels halt überall an allen möglichen Positionen anbringen kann und dann halt immer irgendwo einen dabei hat. Also sei es im Messergriff, sei es im Hut oder am Hut oder halt irgendwie in die Klamotten. Also gerade so ein Ding ohne Griff, das kann man sich ja sonst wohin stecken. Das Ganze wie ein Kugelschreiber in die Hemdtasche oder sonst was. Ob es die wohl auch für Kugelschreiber-Clip gibt? Bestimmt. Das könnte ungefähr von der Dicke her hinkommen. Ein dünner Kugelschreiber. Wenn es dafür so einen abnehmbaren Clip gibt, könnte man sich den da dran machen und das dann da in die Hemdtasche. Hätte irgendwie was. Ja, hab schon wieder lange um den heißen Brei rumgeredet. Ich hoffe, ihr fandet das Ganze trotzdem irgendwie unterhaltsam. Mir hat es jetzt sehr viel Spaß gemacht, das jetzt mal auszuprobieren. Insbesondere, dass es funktioniert hat. Leider. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.